Und weiter geht's direkt mit City Skylines. Wir haben Fishing Cabins und Hunting Cabins freigeschaltet. So. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir das hier in den Park mit einbauen können. Weil der Park geht leider nicht zum Wasser. Was wir aber machen könnten, ist, wir könnten einen zweiten Naturpark bauen und da dann gleich die Gebäude bauen, hier so über den See, vielleicht mit so ein paar Fußgängerwegen. Oh ja, hier wird es auch zu laut, wa? Ja, wegen der Monorails. Tut mir ja leid, aber warum verkauft ihr das Haus nicht ab? Oder hier oben natürlich direkt, obwohl das ist, nützt den Wohngebieten meistens mehr als irgendwelchen College-Gebieten hier. Ah, bauen wir hier einfach mal einen Park hin. So, fertig. Keine Diskussion mehr. So. Feuergeschützt ist das Ganze ja schon. So. Könnten hier auch einen anderen Park bauen, aber wir wollen ja gerade die Fischereigebäude und so. Also bauen wir den. Ah, so nah wie es geht, hier ans Wohngebiet ran. So. Ja. Das war richtig eingeschätzt. Können wir noch ein Stückchen weiter in die Richtung bauen, so ungefähr. Und dann hier so rüber. So, und dann sind wir hier dran. Gut. So, Fischerei. So, bauen wir hier mal noch ein Dürmsche. Und schon sind die Wege verbunden. Sehr gut. So. Hunting Cabins können wir hier auch reinbauen. So. Da wollen wir mal gucken. Da ist genug Attraktivität zum Aufleveln, also lassen wir das so. Und dann gucken wir uns unseren Hauptpark nochmal an, wie das hier aussieht. Der braucht Entertainment von 2000, das heißt so ein paar Hunting Cabins oder so, müssen wir hier auch noch hinbauen. So, warte mal, das hier. Da so zwei benachbarte und hier noch ein großes. Und dann hoffen wir mal, das reicht. Nee, reicht noch längst nicht. Okay. Dann müssen wir hier oben noch was hinbauen. Das hilft ja da nichts. Campinggebiete reinbauen.
Ist ja nicht mehr so viel Platz hier. So, dann bauen wir hier halt noch. Ich weiß nicht, was ihr da groß jagen wollt, außer andere Campingtouristen, aber machen wir das mal so. Es fehlen immer noch 300 Attraktivität. Das ist ja echt unglaublich. Dann bauen wir einfach noch ein paar Zelte rein, ne? Obwohl, wie viele Zelte will ich da reinbauen? 12.000? Ein paar Aussichtstürme noch. Aber wenn ich da noch mehr Zelte und Lodges baue, dann ist das im Grunde genommen Wohngebiet hier. Siehst du, jetzt reicht's. Okay. Kerle Kiste. Okay. Uns fehlt scheinbar Wasser. Wir brauchen mehr Wasser. Brauchen wir noch eine Pumpe hier? Das Ganze muss natürlich an Stromnetz angeschlossen werden. So. Ha. Ja, also die Lautstärke hier ist immer noch ein Problem. Hier vor allen Dingen, okay. Ah, das ist direkt an der Station, ja. Hätte ich mir denken können, dass das eventuell zu laut ist. Dann bauen wir da halt mal Bürogebäude hin. Ich bin dafür, dass wir diese ganzen Monorails auf die Straßen legen. Das würde, glaube ich, viel helfen. Machen wir das einfach mal. Also da oben beim Stadion muss direkt. Und hier unten beim Vergnügungsgebiet müssen direkt Haltestellen hin. So, hier zum Beispiel. So. Ah, hier wäre die nächste, okay. Passt hier nicht rein, verdammt.
Naja, okay. So, dann können wir gleich hier um die Ecke weitermachen mit den kleineren. Können wir das hier? So. Dann können wir hier vielleicht gleich. Eine Straße mit längs bauen. Ach so, das kann ich nicht weglöschen. Das ist der Zug, der dann noch in der Luft hängt. Okay. Dann machen wir das so. Oder will ich gleich eine breite Straße bauen? Ich glaube, ich will gleich eine breite Straße bauen. So. Können wir das hier? Dann bauen wir hier zwischen. Obwohl, warum eigentlich? Können wir ja einfach so abschließen dann. Das geht nicht, aber das geht. So. Und hier können wir dann auch so eine Straße ranbauen. So, dann machen wir das hier mit dem Tool. Das wenn dann so bitte. Gut, das läuft hier längs. Sehr schön. Gefällt mir. Okay. Bauen wir hier hin. Und das bauen wir dahin. So. Vielleicht können wir das dann doch gleich zu der Straße upgraden. Jetzt ist natürlich die ganze Linie wieder abgefuckt. Das war Linie 1, die löschen wir. Und bauen die neu. Warum kann ich hier keine Linie hinlegen? Das verstehe ich nicht. Komme ich hier hin damit? Irgendwas stimmt hier unten nicht. Okay. Ah, die Ecke. Okay. Das ist natürlich cool. Warum geht das nicht? Warte mal, dann machen wir halt eine runde Ecke. So. Jetzt sollte das gehen. Gut. Ja, wunderbar.
Fitnessuhr. Das heißt, ich muss mich bewegen. Okay, das reicht. Da, genau. Hierhin. Hierhin. Dann hier oben die Ecke. Dahin. Und zu unserem Tourismusgebiet. Dem kranken Mann der Stadt. Und wieder zurück. Könnte ich jetzt hier hin eigentlich? Ja, könnte ich auch. Wäre auch eine Idee. Kommen wir einmal hier ganz rum. Ich glaube, ich mache gerade die Linie zu kompliziert, aber... So. Puh, schauen wir mal. Wie heißt die Linie jetzt? Hast du wieder Linie 1? Ne, Linie 4 ist das jetzt. Aber wir können die ja umbenennen in Linie 1. 15 Stops, okay. Lass mich lügen, aber das sieht alles schon viel weniger beschwerlich aus hier. Also hier sind immer noch Leute, die keine... Hier ist Müll, der nicht abgeholt wird an der Ecke. Hier sind ein paar leerstehende Häuser im Rotlichtbezirk. Leiche, die nicht abgeholt wurde. Aber ansonsten sieht das eigentlich alles ganz okay aus hier. Hier natürlich eine Zollstation und hier nicht. Ist ein bisschen albern. Aber ist halt so dann. Und das Müllgebäude braucht natürlich Wasser. So. Und haben wir hier schon Produkte drin? Nicht so scheußig viel. Ja, der ist über 2000. Der levelt bestimmt auch bald. Können wir vielleicht hier unten auch noch ein paar Fischerei bauen. Hier zum Beispiel auf der Seite. Ah, scheiße. Jetzt habe ich die Straße kaputt gemacht. Also den Pfad. Okay, das ist so nicht. Das ist der Fisher King Park. Also so. Bin mir zwar nicht sicher, ob das ein Howard Hughes Film ist. John Hughes. Howard Hughes. Ist egal. John Hughes Film ist, aber passt grad. Das ist doch... Wow, ziemlich laut hier für unser Ökogebiet. Warum kommen hier keine Studenten? Ich will mehr Studenten haben. Free Lunch, das wird sie anlocken.
Ach so, stimmt. Da war ja diese Grundschulsituation, ne? Da können wir doch einfach mal eine Grundschule dahin bauen, wo die Leute eh sagen, dass es viel zu laut ist. Und zwar so eine größere. Reicht immer noch nicht? Ah, doch, reicht. Okay. Und eine Highschool. Passt sogar aufs gleiche Karree. Sehr gut. Schön ist anders, aber es soll ja funktionieren. Wäre natürlich cool, wenn wir hier jetzt auch eine Station hätten. Aber das wird zu kleinteilig, das machen wir nicht. So. Also, da wir hier ja überhaupt gar keine Leute haben, die hier wohnen und hier der Müll nicht abgeholt wird, könnten wir hier ja noch so ein Müll-Processing-Ding bauen, das sich dann direkt darum kümmert. Wie wäre das? Siehste, funktioniert doch. Klasse, klappt. Wir müssten hier eine Straße drumherum bauen, damit wir wissen, wo das Gebiet ist. So, das ist doch gut. Ja, wir haben hier immer noch mit Produktarmut zu kämpfen, oder wie wir das nennen wollen. Not enough raw materials. Ach so. Das heißt, wir brauchen mehr Felder hier. Okay, das können wir machen. Large.
So, das sind hoffentlich genug Anbaugebiete hier. Cool, okay. Wasser haben wir hier schon, sehr gut. Kartoffeln, Kotten, Korn, Weizen und Greenhouse. So. Und vielleicht mehr Weizen. So. Und hier Äpfel, Orangen und Gewächshaus und noch mehr Äpfel. Und noch mehr Orangen. So. Das sollte genug sein. Was ist das hier oben? Ach so, das sind auch Gewächshäuser. Okay. Haben wir das. Und jetzt geht uns der Strom aus. Und hier oben ist kein Wasser. Okay. Wenn wir hier oben schon so ein Gebiet machen für Versorgungsgebäude, können wir hier ebenso gut auch Strom hinsetzen. So. Geht doch. Ja, und dann können wir unser nächstes Wohngebiet planen. Ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig, weil da oben ist ja eigentlich alles voll. Wir könnten hier das noch dichter machen, aber da die hier schon enorme Lärmprobleme haben teilweise, obwohl so enorm sieht das von hier aus gar nicht mehr aus. Aber doch einige sind da noch. Weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja, aber schauen wir mal. Könnten versuchen, den Verkehr noch weiter Herr zu werden mit zum Beispiel Zeppelin. Worum wir uns noch gar nicht gekümmert haben, ist die Post. Das würde ich sagen, machen wir dann direkt beim nächsten Mal, weil es nähert sich schon wieder die halbe Stunde. Und dann ist immer noch kein Wasser. Doch, der hat jetzt Wasser. Gut. Und dann würde ich mal sagen, war es das auch für heute. Und ja, wie immer gilt, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann subscribt doch dem Kanal, damit ihr mehr solche Videos sehen könnt. Und drückt auf jeden Fall den Like-Button. Und schreibt vielleicht einen Kommentar, wenn euch irgendwas Interessantes einfällt, was ihr als Kommentar zu diesem Video beitragen wollt. Gut, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.